Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es neue Sorgen. Deutschland war zweigeteilt, aufgeteilt in Sektoren. Dann wurden zwei deutsche Staaten gegründet. Vom System her unterschiedlicher kann es gar nicht gehen. Und zum allem Überfluss kam auch noch dieses, die Mauer. Und 1989 ist sie gefallen. Sie wurde durchlässig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann blieben nur noch einige Schnipsel übrig. Heute sagt man, es ist zu wenig. Man hätte mehr erhalten sollen als Mahnmal. Verlassen wir diesen geschichtsträchtigen Ort, Berlin, und begeben uns nach Teltow in die Oderstraße. Und da stehen sie auf einmal. Die Mauerreste von Teltow. Warum sie hier abgestellt wurden, woher sie kamen, keine Ahnung. Wer es weiß und aus Teltow kommt, kann es gerne in den Kommentaren schreiben. Die Teile stehen ja hier in der Nähe vom Zementwerk. Und wer weiß, wurden sie damals sogar hier schon produziert, hergestellt? Die Mauerteile? Das war so gesehen der erste Teil von den Mauerresten von Teltow. Wir verlassen wieder diesen Ort. Wir haben genug gesehen. Mit Blick auf dem Zementwerk. Mittlerweile haben wir 2016. Auch hier wieder fahren wir die Oderstraße entlang. Und was sehen wir da? Einzelne Mauerelemente, aufgestellt in Reihe und Glied. Hier soll er mal einst entstehen, der neue Marina von Teltow. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Mauersegmente. Kunstvoll gestaltet, mit Porträtbildern. Und wir schließen daraus, hier sehen wir erstmal die Guten. Mandela, Mahatma Gandhi und viele weitere. Willy Brandt. Als nächstes kommen die Diktatoren. Kim Jong-il. Mugabe.
und weitere. Das waren sie, die Mauerreste von 2011 und 2016. Wer weiß, was uns noch in den kommenden Jahren erwarten wird.